Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 15 hier auf dem Jägerhof. Ja, wir müssen jetzt noch unseren Drescher zum Feld da unten bringen. Das ist noch ein ganzes Stück Strecke. Und vor allen Dingen sehr großes Feld Raps. Wie gesagt, ich interessiere mich jetzt nicht dafür, ob die gedüngt sind oder nicht. Wie gesagt, es ist eh nur, ja, ich nenne es mal Bonuszugabe. Aber wie gesagt, eigentlich gehören uns die Felder ja nicht. Und dann den Funzel ausmachen. So. Ja, da bekommt auch mal ein Drescher ein bisschen mehr Speed. Oh. Ich hoffe, ich passe da jetzt dann durch das Holz. Und dann werden wir da hinten mal ordentlich was wegziehen. Wie gesagt, meine Hoffnung dahinter ist Traktor und Sämaschine. Wie gesagt, Drescher könnte man sich auch zur Not dann immer noch mal leihen. Für eine Stunde oder sowas. Das dürfte für die Felder locker reichen. Oder für zwei Stunden, je nachdem. Und so, hier erstmal alle Lampen außen angemacht. Sehen wir jetzt zwar eh nicht, aber naja. Aber wir können dann halt wenigstens in einer ordentlichen Geschwindigkeit wieder ansehen. Denn auch die Fahrt dahin dauert jetzt ein bisschen. Ja, also wie gesagt, landschaftstechnisch sehr schön geworden. Auch hier mit dem kleinen Staudamm da und so. Ich mag ja solche kleinen Spielereien. Mit dem See dann und so. Ach, herrlich. Aber ich glaube, ich hätte hier abbiegen sollen. Naja, fahren wir halt die nächste rein. Wenn uns da keiner entgegenkommt. Oh. Ach komm, fahren Sie. Komme ich da jetzt überhaupt durch? Nee. Fahren wir nicht hier rein. Na, dann wären wir nur auf so einem Platz da gelandet und da wäre dann Ende gewesen. Vorsicht, junger Mann! Gucken Sie doch bitte erst, bevor Sie über die Straße gehen. Danke. Auch schön hier mit den Pferden. Schade, dass sie nicht animiert sind. Wäre natürlich noch cooler. Ah, ist wirklich sehr schön gemacht. Viel Liebe zum Detail. Sowas mag ich ja. Grundsätzlich, also für mich sind solche Maps Gold wert. Nichts Schöneres als schön gestaltete Maps. Also ich meine, da kann die Map funktionalitätsmäßig noch so toll sein, wenn sie einfach optisch ne, ist, dann weiß ich nicht. Also es gibt so viele Maps, wo man so viel mitmachen kann eigentlich, weil sie so viele Möglichkeiten bieten, aber sie sind halt einfach langweilig. Also ich muss mich hier auf einer Map immer zu Hause fühlen. Ja, also wenn ich hier so hergucke, hier diesen, da geht dann der Fluss her und da hinten mit dem kleinen Holzstaudamm und die Brücken und das Gras und die Büsche und wenn das alles so wirklich im Einklang ist, also so wie ihr, wenn ihr einfach durch eure Stadt lauft. Ja, das ist zum Beispiel für mich enorm wichtig. Ich muss dieses Gefühl kriegen dafür. Ja, es gibt, wie gesagt, das ist einmal die Two Rivers und im Moment auch noch die Amago Alpen Map. Das ist, ich komme auf die Map und ich fühle mich da zu Hause. Das hört sich irgendwie doof an, ist aber so. Nein, das ist, man muss sich da so reinfühlen können. Dieses, ne, ich meine Björnholm und so, ich meine, klar, die funktionieren alle. Auch die ganzen Nachbauten davon und es gibt wirklich schöne Nachbauten davon, die richtig Funktionalität bieten. Aber man hat halt nicht dieses... Ja, wie soll man das nennen? Dieses Gefühl, da zu Hause zu sein. So. Nichtsdestotrotz, wir sind nicht zu Hause, aber wir sind am Feld. Abkuppeln, das Dingen. Band.
Zusammenklappen. Ausklappen. Mal gucken, wie wir am besten anfangen. Komm. So. Ich würde fast sagen, hier so einmal quer rein. So. Und dann Feuer. Ich denke, das lässt sich so ganz gut fahren. Oh, ist sogar gedüngt. Das ist natürlich jetzt, das gibt natürlich Ertrag. So, aber während der sich da füllt, haben wir hier noch einen rumstehen. Muss er den noch zu Ende düngen. Ja, für diese entfernten Felder, da müsste man eigentlich schon mit einem LKW noch liebäugeln, dass wir uns da irgendwie einen LKW mit einem ordentlich schönen großen Hänger, irgendwie ein Fortuna oder so. Ja, 56.000, da passt fast das Doppelte rein. Muss mal gucken, wie das mit der Zeit ausgeht. Also wenn ich den Abtanke leer gemacht habe, wegbringe und wieder da bin, ich hoffe natürlich, dass er bis dahin nicht voll ist, deswegen ja auch erstmal Raps. Um da ja, so ein bisschen die Hoffnung zu haben, dass dieser Fahrtweg reicht. Weil wenn wir dann das Weizen oder Gerste, nee, ich glaube Weizenfeld ist es, da oben die 6, nee, die 7, da dran gehen, vermute ich, dass das, also dass ich hier gerade am Hof ankomme und das Ding schon wieder voll ist. Voll machen. Dann wären wir damit nämlich auch durch. Des Weiteren müssen wir uns auch noch die Mischstation hin platzieren, dass wenn wir da mit dem Krone noch arbeiten wollen oder sowas, also einmal Mais nehmen, dass wir schon mischen können. Auch da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Das sind im Moment noch eine Menge Faktoren, die hier uns hier noch so in die Karten spielen. Also wie gesagt, sobald wir dann die eigenen Fahrzeuge haben, dann ist es egal. Und dann werden halt einfach immer die Lager gefüllt. Und, muss man dann mal gucken, wenn ich dann über Nacht... wie komme ich jetzt hier hoch? Komm schon, du schaffst das! Du bist ein Bührer! Du hast im 13er alles geschafft. Da müssen wir dann halt gucken. Weiß ich, düngen jetzt wahrscheinlich nochmal dieselbe Stelle. Ja. Das ist egal. Dann ist es uns egal, dann werde ich die Lager füllen. Mal so reihum, einmal Gerste, einmal Weizen, einmal Raps oder sowas oder andersrum oder wie auch immer. So dass wir mal so in gleichen Abständen unsere Lager vollknallen. Und ja. Ich denke mal, das wird schon einigermaßen hinhauen. Und dann kommen auch noch die Tiere, die Schweine, da müssen wir dann auch noch gucken. Ist etwas schwierig im Let's Play zu machen, denn ich denke mal, sobald, also was heißt Müll ist gar nicht. Also wenn wir aufgehört haben, Fahrzeuge mieten zu müssen, werde ich die Zeit immer so auf 5, vielleicht auch auf 15-fach durchlaufen lassen, dass sich das halt auch produziert. Damit wir auch irgendwie vernünftig was an Tieren zusammenkriegen, weil wenn ihr jetzt rechnet, ich würde es jetzt auf einfach oder vielleicht auch auf 5-fach stehen lassen, würde ich behaupten, bringen wir alle 2-3 Wochen einmal Schweine weg. Ich weiß nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet. Oder ihr davon haltet. Also ich wäre dann eher geneigt, sogar auf vielleicht 15-fach zu spielen oder sowas. Dass ich dann halt immer versuche, dass ich einigermaßen die Nächte überspringe. So. Ja. Auch unsere ganzen anderen Fahrzeuge laufen in einer Stunde aus. Oh, wir müssen aber erst aus. Der kann hier noch ausrollen. Mal gucken hier. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Unten der schon rum. Da oben auf der langen Gerade. Mal ihn fix einholen hier, den guten. Da bin ich dann auch gespannt, wie der Autotraktor läuft. Ob der relativ gut läuft. Gerade hier für diese Felder.
Oh. Mal durchs Feld rutschen. Was hat er denn dazu der Baum. Ja, ich wurde schon darauf angesprochen. In einer Folge mit dem Autokombine und den Bäumen. Hier ist es wieder, Ausnahmen bestätigen die Regel. Er hat ja auch in die Kommentare geschrieben. Da hätten wir dann wieder so eine Ausnahme. Wenn sich jetzt hier wieder völlig drum gewickelt hat. Vielleicht hier so ein Stück selber weiterfahren. Machen wir das jetzt mal eben ein Stück selber. Wie weit wir damit kommen. Und dann laden wir den eben ab. Und dann kann der hier weiterfahren. Weil wie gesagt, die erste Reihe und gerade wenn die Bäume, die am Feldrand stehen, eben nicht durchfahrbar sind. Passiert dann genau das. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier zwischen den zwei Bäumen. Können wir den mal eben abladen. So. So, da wir jetzt mal nicht so viel Zeit verlieren wollen. Nein. Ah, ich weiß, er steht da. Ich weiß es doch. So, kann jetzt alleine weiterfahren und wir tanken da mal eben während der Fahrt den Rest ab. Oh, hol mal raus dein Rüsselchen. Fup. Syr SB. Achso, ist Gewicht hier, ne? Ja. Komm. Was ist das da? Ah ja. Oh, ich glaube bei dem nicht mehr. Ich muss hier weg. Komm, klapp ein. Irgendwie kriege ich jetzt hier die Meldung durchgängig. Nö. So. Und dann können wir jetzt gleich, wenn er hier angekommen ist, können wir dann komplett die ganze Zeit nebenbei fahren. Damit können wir jetzt sogar schon anfangen. Der letzte Baum ist jetzt vorbei. Kann er sein Röhrchen raushauen. Und dann spielen wir jetzt ein bisschen Begleitfahrzeug. Ja, komm, mach erst die Kurve da. Auch der, also wie wir auch sehen, auch Autokombine läuft echt gut. Also groß hatte ich bis jetzt keinerlei Probleme mit gehabt. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich natürlich wie am Ende jeder Folge fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank mittlerweile für die vielen, vielen Abos. Wir kommen so langsam an die 200er Grenze. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet. Sehr, sehr, sehr toll. Ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Und ja,
verbleibe dann mit den Worten wie immer. Bis denne!